Hallo und wieder recht herzlich willkommen zu Far Cry 5. Wir sind nach wie vor immer noch dabei, Drogentrucks zu zerstören. Oh, ich kann schon nicht mehr schwatzen, so warm ist es hier. Und natürlich auch die Gegner und die Sperrpunkte dort. Und damit werden wir natürlich den auch ausschalten. Mal gucken. Da hinten läuft da einer rum, oder? Der haut ab. Hier war vorhin noch ein Flugzeug gewesen und das wollte ich eigentlich ausschalten. Ich dachte, der Wagen fliegt da mal in die Luft. Die Flugbürste mal neben mir. Jetzt haben wir es geschafft. Mein Gott, hat aber gedauert. Straßensperre zerstört. Siehst du, das gehört nämlich auch dazu. Sollen wir noch mehr von diesen Dingern hier? Was suchen die überhaupt hier an der Stelle? Genau. Ja, nur habe ich das schon alles erledigt, Mäusi. Ein Kinderspiel. Guck mal, da rennen die hier alle hoch. Jetzt kommen sie alle. So. Straßensperre zerstört. Das Wichtigste ist jetzt aber diese Drogentrucks. Die wären natürlich am effektivsten. So, kriegt den Drogen. Ja, wie gesagt, da sind wir mit der Balle bei. Und diese Tanklastzüge, die hätte ich auch gerne gehabt. Todeswunsch. Das hatten wir ja auch gehabt. Da müssen wir auch noch mit... Das habe ich auch noch nicht so richtig verstanden. Vernichtung der Steaks. Zip glaubt, dass Edensgate eine von der Regierung geleitete Scheinsekte ist. Die Wahrheit liegt im Bliss. Einer Chemikalie, mit der Nutzvieh behandelt wird, um den Willen der Bevölkerung zu kontrollieren. Gut, das könnte einleuchten. Das kann eventuell ja tatsächlich so sein. Im Einsatz verschollen. What's that? Rette die Angehörigen der Wildtail-Miliz, die als Geiseln im Besucherzentrum gehalten werden. Ich weiß nicht, ob wir uns der Sache schon angenommen hatten, aber wir können es ja mal probieren. Funkstille hatten wir auch noch nicht. Das könnten wir mal wieder machen. Jakobs... Communication zerstören. Wir könnten uns mal wieder einen coolen Flieger schnappen. Du schaffst das. Da ist sie da oben runtergeritten. Haben wir noch ein cooles Auto hier? Wir haben diesen da, ne? Mal gucken. So, wir gucken mal nach Karte. Na Gorte. Gorte, das ist Land des Jugendgeschmacks. Das ist bewaffneter Rallye-Konvoi. Zerstöre Johns Trucks im Norden. Ja, das sind die ganzen Dinger alle. Das ist gar nicht so weit weg. Das könnten wir machen. Wir haben einen Raketenwerfer. Und das könnten wir jetzt mal machen. Gut. Ob das richtig war? Flugzeug von oben wieder oder was? Das werden wir gleich sehen. Scheiße, Peggy ist in der Nähe. Ja, das wissen wir doch. Was denn eben? Nee, ne? Komm, Peggy. Das war jetzt natürlich nicht so gut. Hab sie im Visier! Alles klar, sehr gut. Deckung gehen. Wer schießt denn hier schon wieder auf mich? Mach dich kalt, Arschloch! Komm her! Ja, wir sind nach wie vor hier eigentlich auf der Jagd. Oh.
ist denn das Ding? Da ist er da. Nein! Oh, ich hab noch geschossen, verdammt. Oh. Das ist ein bisschen übermächtig, ne? So, rettet sie uns nun, und zwar rechtzeitig, dass wir noch hinterher feuern können. Alles klar, Mäuse, sehr gut. Jetzt gehörst du mir. Ja, nur aber. Das sind die Transporte, ne? Verdammt. Ihr könnt mich gar nicht. Positionswechsel. Verdammt. Geht doch Schwänze lutschen, ihr Idioten. Oh, verdammt, ey. Den müssen wir doch kriegen hier. Findest. Mach ich. Den Truck. Ich hab den Truck gefunden. Wir müssen die Typen holen. Unterwegs. Munition sammeln. Den nicht. Den haben sie umgebracht. Ja, geht gleich sein Ding. Los. Starten. So, wo ist der Transport hier? Da hinten. Mit dem Laster hinterher. Lass! Na? So, das ist aber nicht das Richtige, ne? Das haben wir den quergestellt? So. Boah, wieder der Flieger von oben. Erreiche den südlichen Sendeturm. Okay. Komm rein, Mäusi. Augen auf die Straße, ich mach den Rest. Oh, oh, oh. Oh, verdammt, Treffer! Ich bin getroffen! Oh, wo ist die Alte denn schon wieder? Da hinten rennt die rum. Der Truck brennt. Aua, ah! Ja, ich komme mal schon. Jetzt schießen sie gleich wieder auf uns hier, wa? Wenn wir uns jetzt diesen Truck nehmen, würde dieser dann, Schau mal an, wie sie jetzt.
jetzt müssen wir mit diesem komischen Laster. Ich glaube, mit so einem Truck zu fahren. Oh oh. Der brennt ja. Hast Glück, dass du mich hast. So, wo müssen wir damit eigentlich hin, wenn wir den jetzt... warte mal. Moment. Hier gucken wir nach. Ich muss das mal probieren hier. Komische, warte mal. Tritt aufs Gras. Aufs Gras, genau. Aufs Gras habe ich getreten. Ins Gate, Hamster, der Widerstand und Capra, einiger Last, bringen sie zurück. So, das heißt, wir müssen nach Ins Gate. Tritt aufs Gas. Da müssen wir hin. Und nicht anders. Ah, so ein Quatsch, ey. Jetzt verbrennt er sich wieder, oder? So, Fahrhilfe an. Jetzt geht los. Wir probieren das wenigstens mal. Wir bringen mal den brennenden Tanklaster zurück nach Falls End. Vielleicht können sie den ja löschen. Wir haben endlich mal diese Geschichte erledigt. Wenigstens ein Teil. Das wäre ja nicht schlecht. Den lassen wir erstmal links liegen, hier diesen Kunden. Was hast du davon? Das ist eine Kuh. So, der Truck bleibt immer auf der rechten Spur, genau. Hauptsache, er weicht doch aus. Oh Mensch, 1,5 Kilometer noch. Das ist jetzt eine spannendere Sache. Spannende Sache. Ich will die gar nicht beschießen, die Typen. Oh oh, ich kann auch nicht schießen. Verdammt, ey. Seh zu. Kurve. Los, komm. Oh, ich bin total aufgeregt, weil es total spannend ist. Ja, wir retten dich später. So, gib Gas, Junge. Der brennt ja schon. Kuckuck, Kuckuck, wie weit haben wir das denn noch? Nein! So, oh Mensch. Ich ringe hier wirklich mit, du. Schlachtschiff hier zurückzubringen. Es sind nur noch ein paar hundert Meter. Endlich mal diesen Punkt auch abgeschlossen. So, los, komm. Oh, Wahnsinn. 100, etwas über 100 Kilometer noch. Wir sind schon... Ja. So, müssen wir den jetzt hier direkt hinbringen? Ja, direkt hier. Das haben wir geschafft. Los, hau ab! Oh. Weg von dem Truck. Der brennt noch gut. Den haben wir geschafft. Erledigt. Mann, das war ja ein Ding. Jetzt können wir mal wieder gucken gehen. Ach, den hat die da hinterher gefahren. Warte mal, jetzt muss ich erstmal abspeichern. Völlig aufgeregt, wie ich bin. Ja! Mit dem Sprit kann der Widerstand weiter Patrouillen fahren. Und das scheint auch dringend nötig zu sein. Die Schnecke, war es betrunken gewesen? Truck. Seit wir den Witzel zurückhaben, haben die nach einem Weg gesucht, die Straßen wieder zurückzuerobern. Ich halte dich auf dem Laufenden. Hey, hast du zwar gut gemacht, aber, können wir den jetzt noch benutzen? Ziehen wir es durch. Geht das noch? Na gut, jetzt haben wir ganz reingefahren. Jetzt haben wir diesen Platz. Okay. Gut, Mäusi. Na, jetzt bin ich ja mal gespannt.
Nee, das mache ich lieber nicht. Gut, dass das wieder uns gehört. Ja, lass mir liegen. Jetzt haben wir den Sprit hierher gefahren. Mizi hat eigentlich den Truck hierher gefahren. Wir haben den Tanklaster hierher gefahren. Das heißt, diese Mission, die haben wir schon erledigt. Endlich. So, Freunde. Das haben wir hingekriegt. Steht das hier irgendwo jetzt drin? Tritt aufs Gas, das haben wir auch erledigt. Cool, jetzt Funkstille. Das mit Todeswunsch, das müssen wir noch machen. Das muss ich mir mal in Ruhe angucken. Wir werden jetzt erstmal Funkstille machen. Da haben wir noch ein paar Kilometer. Dafür brauchen wir ein Gefährt. Hier wird doch wohl irgendwo ein Auto rumstehen, was wir nicht kaufen. Moment. Wir haben keine Kohle mehr. Wir haben auch nichts mehr zu verkaufen. So, in welche Richtung müssen wir jetzt eigentlich, Mäusi? Der Mast ist das ja nicht, das ist ja Quatsch. Hä? Ist er wieder beim Beten oder was? Aber Vater! Die Schrift lehrt uns, dass es Böses in der Welt gibt und dass schreckliche Dinge geschehen, für die es keinen Grund zu geben scheint. In Hiobs Worten, ich hoffte auf Licht und es kam Finsternis. Vor langer Zeit, als noch Frieden herrschte, fragte ich John Seed, was ihn antreibt. Er gab mir so viele Antworten. Jede einzelne davon eine Lüge. Ja, so ist es halt, ne? Da geht's nur um Macht und Reichtum, mein Freund. Gut. Wir brauchen ein Fahrzeug, um zum Funkturm zu gelangen. Die Straßensperre ist doch noch nicht. Ich denke, die habe ich da oben erledigt. Da, mit dem MG. Mein Quatsch. Komm, wir holen die auch runter da. Mann, sowas Albernes. Komm, Mäuse, wir holen die Straßensperre. Wobei wir das Auto eigentlich brauchen, ne? Wir werden die erstmal mit dieser Munition. Hä? Habe ich mich jetzt verhauen? Das ist eine andere Straßensperre. Aha. Und? Gut. Das war nicht schlecht. Hallo! Irgendwer! Die versuchen es weiter. Ich knall sie weiter. Ach, da in die alte Hütte ist er reingebrochen. Nee, doch nicht, oder? Hier kann man nichts machen, ne? Abgestürzt. Hier liegt auch nichts rum, oder was? Gut, wo war die Straßensperre? Hier kommt doch kein Auto vorbei, ne? Wo war denn die Straßensperre? Ne, da wollen wir nicht hin. Ihn wollen wir auch nicht anquatschen. Die Straßensperre, wo hatte ich die denn gesehen jetzt? Hier, da hinten war die. Wir brauchen das Auto. Genau. Es ist schon irre. Wenn dieser Scheiß nicht passiert wäre, hätte ich meine Bestimmung wohl nie gefunden. Guck, der Truck ist weg. Gut. Warum ist der auch? Den hätten wir doch fahren können. Na komm, Mäusi. Wir holen uns die Typen jetzt mal. Ja, genau das Ding brauchen wir. Davon hätten wir noch. Wir haben nicht mehr genug Kohle, wir haben noch $62. Und? Weiter so! So, und jetzt? Ich rücke vor. So, jetzt. So, los! Das Auto nehmen wir uns. Munition. Augen auf die Straße. Ich mach den Rest.
Okay. Auf zum Wendeturm. Wo müssen wir da hin? Das haben wir doch schon drin, ne? Der ist sehr weit weg, ne? Wir haben nur so viele Aufgaben hier. Funkstelle. Gut. Da müssen wir hin. Und können wir da schon mal einen setzen? Wo ist Herr Jelbe? Sehr weit weg. Komm, da werden wir jetzt mal einen dackeln. Los. Gib Gas. Mach ich. Geht gleich los. Ah. Da konnte man einfach so rüberfahren, ist klar. Straßensperre zerstört. Stufenstand vollendet. Stellt es für Zeit. Alles klar, super. Perfekt. Die Prepper hier wissen einen Scheiß. Westennest abgeschlossen, Abzeichen verdienen. Neue Waffen, neue Leben freigeschaltet. Cool. Haben wir Geld? 77. Na gut, dann können wir jetzt wahrscheinlich andere Sachen kaufen. Einwandfrei. Perfekt. So, dann wollen wir mal gucken. Dann werden wir diese Straßensperren, die Funkstelle. Jetzt brauchen wir bloß noch diese Drogentrucks. Das mit den Tanklastern haben wir halt zwischendurch mal gemacht. Glaubst du, diese Leute wissen dich zu schätzen? Klar. Denkst du, sie halten dich für Helden? Oh! Mal sehen, was sie denken, wenn sie sich im Schmutz wälzen. Das ist diese andere Aufgabe, ne? Oh, wo ist denn der? Oh, und wieso ging das jetzt gerade mit dem Dings Todeswunsch? Was soll das? Aber ich will die Überraschung nicht verderben. Wir sehen uns bald. So, jetzt geht er nach Beschaffe den Todeswunsch zurück. Deine Taten haben Konsequenzen. Wir gucken uns das nochmal an. Stoppe und beschaffe den Todeswunsch. Der ist aber eben vorbeigefahren. Das heißt, den müssen wir hinterherjagen? Ja, Susan. Deputy. Lass dir nicht zu viel Zeit. Was? Die Entsühnung? Wo ist er jetzt lang gefahren? Der Vogel. Das ist wie mit dem Tanklaster. Wir müssen ihn einfach überholen während der Fahrt. Das ist ganz einfach. Komplett. Und dann müssen wir ihn ausradieren vorne, den Fahrer. Das ist gar nicht mehr so weit weg, siehst du? Total billig. Ein bisschen höher, sorry. Und? Na, über 100 Meter ist er noch. 18. Was ist das? Ach, die Entsühnung. Habe ich völlig falsch geklickt. Den Todeswunsch wollte ich doch machen. Oh, was ist das denn? Begib dich in die Kirche, um zu sehen, was es damit auf sich hat. Na gut, dann nehmen wir das jetzt erstmal. Merde, schon wieder ein neuer Auftrag. Oh. Interagieren. Okay. Ach, wäre ich doch bloß nicht reingegangen. Verdammt. Schon wieder so eine... So ein Minispiel, sag ich mal, ist das ja immer. Genau. Jetzt haben sie mich. Und wie kommen die da in die Stadt rein? Halt still. Ohne dass die anderen was merken. Nicht kommen. Die Sünde. Und ohne dass sie die Typen abwehren. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin ein wenig enttäuscht, Leute. Was macht ihr da die ganze Zeit in der City? Ich gehe da in die Kirche rein, wo ich zuvor schon drin war und dem Pfarrer gesprochen habe. Und jetzt gibt es keine Möglichkeit. Sich über den Boden damit alles. Da halten die sich da drin auf. Eigentlich hatten wir was ganz anderes vorgehabt. So, was machst du da jetzt? Werd fertig hier. Was hat er mir jetzt drauf? Zorn. Guck mal, da sitzen sie alle, die Hoshis. Ah. Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, bringen wir den Berg zum Propheten. Fangen wir an! So.
Toll, geht das Ganze nochmal wieder los? Richtig. Ich dachte, ein bekanntes Gesicht machte die Entsöhnung leichter. Ach so. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Du elendes Schwein! Muss ich jetzt gleich was machen? Versuchen wir es nochmal. Okay. Liebe Gläubige, wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Liebe Gläubige. Wir sind hier versammelt, um zu bezeugen. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Wie die Willigen Buße für ihre Sünden tun. Legst du, Nick Rye, deine Hand auf das Wort von Joseph. Legst du, Nick Rye, deine Hand... Fick dich! Hättest du, glaube ich, nicht sagen sollen. Ich unterwerf mich niemals diesem Psychopathen. Und da ist sie. Gier. Du denkst immer nur an dich selbst. Oh. Ich weiß nicht, ob das gut war. Nick. Ja. Ja, ich tue Buße. Ich kann hier gar nichts mehr. Na los, komm. Das ist die Macht des Jahres. Die Macht, die deine Sünden abnimmt. Die Macht, die dich befreit. So, hat er sich nur ergötzt? Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Nein. Legst du, Deputy, deine Hand auf das Wort von Joseph? Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu. Bekennst deine Sünden und gibst deine Verfehlungen zu? Sag ja. Es ist nur ein Wort. Na gut. Ja, und ich muss das ja. Ja! Na was denn? Eine Schokoladenpistole? Bring John zu seiner Ranch! Los! Das Ganze normal, das Zeremoniell. Bitte nicht. Du glaubst, dass du das Richtige tust. Du glaubst, du kämpfst für das Gute. Aber das tust du nicht, John C. Ich kann die drei Waffen, ey.
voll. Mann! Nun komm hoch hier, bevor sie mich killt. Ich weiß gar nicht, wo die Schütze kommen. Du hast den Fahrer wieder belebt hier. Boah. Zufällig der Richtige gewesen. Mann. Ich kümmere mich um Nick. Los geh! Geh mit Mary und beende das hier. Mach ich. Haben wir. Los, der Pirti. Haben wir geklärt, Freunde. Jetzt gucken wir nochmal nach unseren Waffen. Was müssen wir mit ihm hier? Aber die Folge ist leider erstmal wieder zu Ende. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Far Cry 5. Ciao, Freunde.